Herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Wir sehen uns jetzt erstmal direkt gleich die Season 7 an und holen uns dort die Belohnungen ab. Aber vorerst gucken wir uns hier nochmal alles an. Denn wir haben jetzt gerade den neuen Tag. Ich kann jetzt hier die Aufgabe abgeben. Hol mir mein Kaumalat ab. Und ja. Na, was kriegen wir? Was kriegen wir? Boah, komm. Ein Shiny wäre mal cool oder ein starkes. Da würde ich mich echt drüber freuen. Und? Okay, schade. Schade, schade. Leider kein richtig gutes, also kein Shiny. Ob das gut ist, werde ich mir gleich erstmal angucken. Ich habe jetzt keine Liste oder so offen, wo ich sehen kann, wie viel WP das 100er hat. Da muss ich erstmal reingucken. Wäre echt cool, aber wir haben ja noch ein bisschen Zeit, ne? Vielleicht kriege ich das ja noch. Tag 7, bam. So, schick. Deswegen haben wir das natürlich auch noch an. Zack und zack. Ui, hätte ja kaum schlechter sein können. Das hätte ja kaum schlechter sein können. So, dann kann ich jetzt auch hier in die Kampfliga. Und bam. So. Oh, 5, schick. Gefällt mir. Boah. Sehr schön. Oh, das gibt ja richtig viel. Mein lieber Scholli, das hat sich ja echt gelohnt. Das hat sich ja extrem gelohnt. Ja, schöne Sache. So, jetzt muss ich erstmal gucken. Werde ich jetzt mit dem Team nochmal zocken oder was wird hier mein Plan? Ja, komm, warum nicht? Warum denn auch nicht? Das Team hat das so Bock gemacht. Das Team hat so Bock gemacht und hat mir so viel gebracht. Dann kann man das, glaube ich, ruhig nochmal ausprobieren und mal schauen, ob ich damit noch ein paar Punkte holen kann. Hier sind nicht mehr die ganzen Meta-Pokémon am Start, die ich auf dem Weg zu Rang 24 hatte. Von daher muss ich jetzt hier echt mal gucken. Und wenn du eine Giftattacke hast, sieht das echt nicht gut aus. Ja, das meine ich zwar. Okay, du hast Erdkräfte oder Erdbeben, ne? Erdkräfte, Erdbeben und ich glaube Steinhagel, das sind die Attacken, die du hast. Joa, ist schon okay, der Schaden. Der war jetzt nicht gerade wenig. Nidoqueen ist schon ein starkes Pokémon. Wenn das Teil noch so ein Baiting-Move gehabt hätte oder haben würde, wäre das ein sehr, sehr starkes Pokémon. Aber das Teil hat nur so stark treffende Attacken und dann ist schon verrückt. Da muss man immer sehr, sehr viel Energie für aufsparen. Du gehst hier mit zwei Schilden rein? Okay. Das verwirrt mich. Wäre klasse, wenn ich jetzt hier noch eine Attacke schaffe, bevor du eine schaffst. Sehr gut. Da ich mir jetzt nicht sicher war, wie das mit deinem Energiehaushalt aussieht, habe ich direkt eingesetzt. Okay, da brauche ich sogar noch einen von. Komm, lass mich den noch erreichen, bevor du eine Attacke schaffst. Ja, ich lasse mich. Ja, komm. Ich lasse das Ding hier, glaube ich, drauf gehen. Kann ich dich hier mit runterfahren? 1, 2, 3. Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich wird das hier nicht möglich sein. Boah, das sieht ja gar nicht so gut aus. Was mache ich denn gegen Nidoqueen? Oh Mann, ey. Komm, bitte lass mich dich wenigstens farmen. Okay, du hast keine Attacke mehr geschafft. Ich bin auf plus 1. Was stellst du mir jetzt in den Weg? Zeig mal. Ah, okay. Das finde ich sogar gar nicht schlecht. Das kannst du hier gerne mit Magma kommen, mit Karateschlag. Die Sofortattacke resistiere ich. Ja, hier baue ich schon mal ein bisschen Druck auf. Feuerschlag und ich weiß nicht, was du noch hast, aber ich lasse den mal durchgehen.
Keine Ahnung, welche Attacke du noch hast, aber ich nehme dich jetzt hier direkt mal raus. Und bin, glaube ich, jetzt auf plus 3 oder plus 4 und hab gut Konterschaden. Mal gucken, was jetzt reinkommt. Okay. Ach, ey, Doppelgift. Was mache ich denn dagegen? Ich gehe einfach rüber. Ich hätte mich nicht so lange farmen lassen dürfen. Ich habe doch eine Psychokinese am Start hier. Oder? Also Psychok am Start. Das wird jetzt ein Säurespeier sein, ne? Den muss ich trotzdem schilden. Jetzt machen seine Sofortattacken gleich wesentlich mehr Schaden. Ja, und wenn ich jetzt nicht mehr zur Attacke komme, war das natürlich echt gewastet hier. Bitte lass mich nochmal zum Psy. Ja, komm, komm. Nein, komm. Nein, als hätte er mitgezählt. Als hätte er genau gewusst, wann ich meine Attacke habe, oder was? Crazy, dass das jetzt ausreicht, ist ja der Hammer. Nein, ey, erzähl mir doch keinen. Das sind halt so komische Teams, auf die man überhaupt nicht vorbereitet sein kann. Verrückt. Tendoxa, ey. Ich fasse es nicht. Geile Sache. Und, also, ja, hier bleibe ich auf jeden Fall erstmal drin, weil ich muss dich down kriegen, am besten hiermit. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Potenziell könnte das ein Knuddler sein, ne? Ja, dann schilden wir den noch perfekt. Eins, zwei, drei, vier. So, vier, sehr gut. Du hast nichts zwischengemogelt, das ist sehr, sehr wichtig, würde ich finden. Also passt das. Jetzt gucke ich mal, ob du hier auch schilden möchtest. Du schildest auch. Fünf. Habe ich eine Attacke verzählt? Habe ich mich verzählt und eine Attacke vergessen? Wow. Okay. Na denn. So, jetzt war das sehr, sehr offensichtlich, dass hier eine zwischengemogelt wurde. Die habe ich ja direkt gesehen, aber ich könnte schwören, ich hätte gerade keine gesehen, aber es ist nicht wichtig. Ist ja nicht wichtig. Das sehe ich doch gerne. 3, 4, 5, 6, 6. Gehst du hier direkt auf den Feuersturm oder was wird dein Plan sein? Ah, ist nicht wichtig. Ich werde den Feuersturm auch durchgehen lassen. Oh, okay. Okay, das ist interessant. Wie mache ich das denn am besten? Boah, das ist verrückt. Ach, Mist, ich wollte gerade rüber wechseln. Du siehst mir aber nicht erlöst aus. Von daher hast du hier gleich nur so ein Dings. Ja, das ist doch gar nichts. Du siehst nämlich nicht so aus. Ja, du kannst auch aufgeben, genau. Du siehst nicht so aus, als hättest du irgendwie Rückkehr. Du bist ja kein Erlöstes. Also spielst du mit Juwelenkraft. Und das hätte auch nicht viel gemacht, glaube ich. Von daher, ja. Von daher kann man da auch ruhig rausgehen. Kann man nämlich ein bisschen Zeit ersparen, dir und mir. Das finde ich jetzt gar nicht so schlimm. So, Toxiquack, okay. Könnte besser sein. Eins, zwei, drei, vier. 5, 6. Okay, gut, dass man mitzählen konnte. Gut, dass man mitzählen konnte. Ich glaube, du bist jetzt bei 8 oder so, ne? Wenn ich einmal schilde, würde ich dich dann auch runterfarmen können, bevor du noch eine Attacke schaffst. Ja, perfekt, du köderst nicht mal. Wichtig. Und dann schaffst du jetzt hier auch nichts mehr. Perfekt. So, ich habe jetzt ein bisschen Energie und wen holst du rein? Ist ja verrückt. Das Teil habe ich ja noch nie gesehen in der Superliga. Cool. Ey, ist ja echt cool. Die Leute haben jetzt hier interessante Pokémon am Start. Und mit Feuerzahn kannst du hier runterfangen. Runterfarmen. Ja, cool. Wie mache ich das denn am besten? Dann gehe ich wahrscheinlich hier rein. So. Und dann gehe ich direkt hier rüber.
Und dann werde ich direkt hier rüber gehen. Das Doofe ist, egal wie ich das mache, es sieht, glaube ich, gar nicht so gut für mich aus. So, jetzt kann ich hier mal rein und meinen Angriff steigern, ne? Du hast deiner Dings. Fury Cutter, weil das halt Kreuz, nicht Kreuzschere. Käfer, ach, mir fällt der deutsche Name gerade nicht ein. Du generierst auf jeden Fall sehr, sehr schnell Energie. Und ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, ich könnte jetzt gleich sogar schon dazu in der Lage sein, dich komplett runterzufarmen. Oder? Ohne dass du noch eine Attacke schaffst, das ist perfekt. Dann kann ich jetzt hier nochmal auf die Attacke gehen. Gewinne den Gleichstand, falls du auch versuchst, das einzulochen. Und danach machen meine Konter schon erheblichen Schaden. Und das drückt jetzt gleich richtig. Und wenn du nicht shielden möchtest, sieht es nicht gut aus für dich. Jetzt lass mich nochmal zu einer Attacke ausholen und dann war es das ja auch. Ja, GG. Ja, cool. Ich hätte jetzt hier. Ich bin mir gar nicht. Ja, doch, ich glaube, das Teil. Das Flampivian hat die Möglichkeit, Fokusstoß zu lernen. Und das hat einen sehr, sehr hohen Angriff. Ich weiß nicht, wie viel das gemacht hätte. Ich glaube, dass ich den Angriff hätte fürchten müssen. Aber ich hatte jetzt ja auch noch ein Schild und zwei Attacken, kann er sich auch nicht stacken. Geile Führung. Uff, uff. Ja, komm, lass mich direkt. Ja. Deine Attacken sind effektiv, meine aber auch. Und ich habe mich dazu entschieden, hier reinzugehen. Denn du hast ein Meditalis, das ist auch noch schwach gegen. Du hast ein Absol, das ist auch noch schwach hier gegen. Von daher habe ich da überhaupt nichts gegen, hier reinzugehen. Jetzt werde ich hier einmal schilden und dann wahrscheinlich runterfahren. Wir sind dann im Schildgleichstand. Ich bin auf plus 1 Angriff und habe ordentlich Energie. Schädelwumme, oh, noch besser. Das heißt, du kommst jetzt hier nicht mal zu einem Body Slam und ich kann dich wirklich bequem runterfahren. So. Ich bin bei plus 1. Absol kommt, jetzt werde ich hier direkt nochmal einsetzen. Kriege ich den zweiten Schild oder gehst du drauf? Wofür entscheidest du dich? Zeig mal her. Und du gehst drauf, sehr gut. Was hast du denn noch? Oh, wie kann man denn. Uff. Wie kann man denn nur. Oh, es tut mir leid, aber eine Dreifach-Kampfschwäche ist ja verrückt, ey. Crazy Teams, die man hier so sieht. Klar. Entschuldigung. Klar, man muss jetzt hier auch bedenken, dass dass hier auch Anfänger oder PvP-Neulinge dabei sein können. Ich muss mal kurz was trinken. So, da bin ich wieder. Man muss auch einfach bedenken, dass hier PvP-Neulinge dabei sein können. 1, 2, 3, 4, 5. Jetzt kommt der Nassschweif. Ist aber auch schön, dass wir gleichzeitig anfangen, ne? Ist ja nicht so, als hättest du jetzt hier viel früher angefangen. Aber egal. Egal, machen wir uns nichts draus. Ich kann nicht runterfahren, bevor du hier noch was schaffst. Da bin ich mal gespannt, worein du dann oder womit du dann reinkommst, eher gesagt. Zeig mal, was hast du denn da Schönes für mich? Oh, das sieht gar nicht so schlecht aus, würde ich mal behaupten. Auf jeden Fall, weil ich jetzt hier nochmal zur Attacke komme. Beide Attacken sind sehr effektiv. Und ja, ich gehe auf die. Ich schaffe jetzt leider nicht noch einen. Und du bist kein Krypto. Ich gehe dann trotzdem ganz entspannt hier rein. Weil das hier sehr, sehr verlockend ist, dass du mich köderst mit einem Acid Spray. Werde ich nicht schilden, weil das macht jetzt auch nicht so viel, da du halt, wie gesagt, kein Krypto bist. Also hau ich jetzt hier mal eine Attacke raus und bin mal gespannt, was du machst. Wenn du hier drin bleibst, könnte mir das verraten, dass du hinten noch eine Schwäche gegen Nachtara hast. Oh. Oh, das ist gut, dass du rausgegangen bist. Jetzt kann ich hier auch raus. So, ist doch schon mal cool. Du hast Psychokinese. Und eine Steinattacke, ne? Oh mein Gott, ich schilde wirklich einen Steinhagel. Ist aber nicht schlimm. Ist aber nicht schlimm. Jetzt kann ich hier gleich ordentlich farmen, ne? Es sollte nämlich ein bisschen dauern, bis du die nächste Attacke am Start hast. Du schildest auch, okay. Eins hast du.
2, 3, 4. Jetzt werde ich hier einen Eishieb einsetzen und dich damit garantiert rausnehmen. Und ich hoffe, dass das kein Fehler war und ich dir damit einfach nur Farm Range drüben biete. Ah nein, mein Angriff ist schon so hoch, das passt. Jetzt komme ich hier nochmal zur Attacke. Oh, alles klar, du setzt ein. Ich habe drüben noch eine Attacke geladen. Selbst wenn du zwei Attacken hättest, würdest du mich nicht rausnehmen. Wie gesagt, ich habe eine geladen, gehe jetzt hier sogar noch auf die Attacke direkt und bam, das war's. Ja, sehr schön. Mein Team konnte sich hier sehr, sehr gut behaupten, würde ich behaupten. Bis auf den ersten Kampf, wo ich das hätte bestimmt auch besser spielen können. Aber es macht überhaupt nichts. Das Tentoxa hat mich so ein bisschen überrascht, dieses Doppelgift-Team. Aber egal, ich bin trotzdem sehr, sehr zufrieden. Und mit einem 4 zu 1 kann man, glaube ich, in die neue Season reinstarten. Und die erste Belohnung ist ein Bam 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 Zebritz. Ja, okay. Danke. Cool. Klasse. Wenn die Pokémon jetzt noch so sind, dass man die sehr, sehr schwer fangen kann, dann hat Niantic, das finde ich nicht so gut gemacht, wenn man hier 1000 Bälle wieder verballert. Muss ich mir mal anschauen. Erstmal muss ich hier das Teil treffen überhaupt. Wenn ich das Pokémon nicht treffe, kann Niantic auch nichts dafür, wenn ich 100 Bälle verbrauche. Von daher bin ich da mal gespannt. Jetzt zeig mal her. Ja, das sieht bis jetzt nicht gut aus. Und ich finde diese Distanz hier sehr, sehr komisch. Ich habe das Pokémon, ich fange das jetzt gerade hier zum ersten Mal. Von daher bin ich auch in den Kreis überhaupt nicht gewöhnt. Okay, das ist ein bisschen tricky gerade. Das ist ein bisschen tricky. Ah, perfekt. Ich glaube, dass die das Update auch noch nicht online haben mit den garantierten XL-Bonbon für eine Entwicklung und einem mysteriösen. Ich habe vorhin die Meltham-Box geöffnet und da kam auch nicht bei jedem. Das ist, könnte jetzt hier auch einfach nur Glück sein. Bei der Meltham. Boah! Bei der Meltham-Box kam auch nicht bei jedem Pokémon direkt ein XL-Bonbon. Ich bin mir aber auch nicht sicher, ob die das da bewusst gemacht haben, dass nicht jeder direkt ein Level 50 Meltan oder Melmetal am Start hat. Ich glaube, das behalten wir erstmal. Ich weiß nicht, was man damit anfangen kann. Hey, Level Up! Oh, crazy! Alles klar, ich würde sagen, das war's mit diesem Video. Wir hören uns einfach beim nächsten Mal wieder. Haut rein und ciao!